Jelka Kolacz. Häuser ohne Menschen und Menschen ohne Häuser. Nach der spanischen Immobilienkrise, wir sehen Menschen, die nicht wissen, wo sie wohnen sollen, die nicht wissen, was sie essen sollen, die kreative Möglichkeiten suchen, sich selbst aus der Patsche zu ziehen. Es ist eine durchgehende Fotoreportage mit vielen Aspekten. Es mag schon sein, dass die Qualität der Fotos vielleicht nicht den größten künstlerischen Ansprüchen genügen, aber die Story, die damit erzählt wird, ist so überzeugend, so berührend, geht einem so nahe, dass das der ganz klare Sieger war. Sie kommt an den entscheidenden Bildern tatsächlich den Menschen sehr nahe, die unter diese Krise leiden und sich irgendwie versuchen, ein Leben unter diesen Bedingungen zu ermöglichen und wieder aufzubauen. Das war sehr beeindruckend und man bekommt Mitgefühl. Eine gute Fotoreportage soll genau das leisten. Und wie diese Menschen dann irgendwie auf der Suche nach Alternativen aufs Land ziehen und neue Formen des Zusammenlebens kreieren. Also ganz klarer Sieger, weil sie es geschafft hat, eine Geschichte zu erzählen mit ihren Bildern.